Pfingsten und heimische Kunst gehören in Mecklenburg-Vorpommern seit 1995 zusammen. Mehr als 500 Berufs- und Hobbykünstler sowie Handwerker laden dabei im ganzen Bundesland neugierige Besucher in ihre Ateliers und Werkstätten ein. In gut 300 Galerien und Kunstvereinen finden zudem Ausstellungen statt. Kunstoffen bietet die Möglichkeit, Kunst und Kunsthandwerk am Ort ihres Entstehens zu erleben. Das Spektrum der Künstler bei Kunstoffen ist groß. Maler, Grafiker, Fotografen, Bildhauer und viele mehr beteiligen sich. Und Sie sind zwei der mehr als 500 Künstler, denen man über die Schulter schauen kann. Matthias Wendt und Till Dörner. Seit 1996 beschäftigt sich der Bildhauer Wendt professionell mit Stein. Bis 1999 absolvierte er die Lehre zum Steinmetz und war danach für einige Jahre auf Wanderschaft durch Deutschland und Europa. Schließlich zog es den geborenen Mecklenburger aber dann wieder zurück nach Norddeutschland. Das ist ein Findling, der aus Mecklenburg stammt, hier aus der Region. Und der wird hier innen bearbeitet. Dass quasi der Eindruck entsteht, dass in einer Kugel sich in diesem Stein befindet. Und zu diesem Zwecke wird dieser Stein hier poliert. Hier oben sieht man schon, dass es anpoliert ist. Und so wird die gesamte Fläche auch noch bearbeitet. Ich kann Ihnen das ja auch mal hier kurz mal vorführen, wie das nachher auszusehen hat. Und am Ende wird der Stein durchgebohrt und dann läuft hier Wasser runter. Und dann kommt eigentlich die Farbe des Steins erst richtig zur Geltung. Das ist quasi eine Brunnenanlage. Und bei Kunstoffen bekommen Interessierte Einblick in seinen täglichen Arbeitsalltag, der immer wieder eine neue Herausforderung darstellt. Ist das so glatt? Wird das haben Sie denn noch richtig geschliffen? Ja, es wird nachher geschliffen. Ist das bei den anderen so dunkel? Bleibt das so? Hier fällt ja immer, wenn der Staub ab ist. Nee, guck mal hier. Ja. Hier oben ist er ja schon dunkel, siehst du? Ja. Und hier ist er noch hell. Das kommt durch Schleifen. Ein paar Schleifgänge fehlen da noch. Das wird immer feiner. Seit es die Veranstaltung das erste Mal gab, seitdem ist er mit von der Partie, der Grafiker und Maler Till Dörner. Der alte Hase unter den einheimischen Künstlern bekam seine Begabung für das richtige Bild und Werk quasi in die Wiege gelegt. Kunstoffen ist für uns hier eine angenehme Geschichte. Also nicht nur im Hinblick darauf, dass die Leute, mit denen wir das gerne zusammen machen, natürlich auch mal zusammenkommen, sondern eben auch, dass man Menschen das auch mal näher bringen kann, die eigentlich nicht so diesen Bezug zur Kunst so im öffentlichen Raum haben. Das merkt man dann schon, wenn es auch mal ein Zufall vielleicht ist, ein Lübecker, der vorbeikommt und anhält. Vor allem die frische Fische-Grafiken erfreuen sich reger Beliebtheit in der Region Rostock und auch darüber hinaus. In seinem Atelier in der Scheunengalerie Kritzmo ist er über die Pfingsttage aber nicht allein. Wie die Aktion Kunst offen selbst, so ist auch diese Location über diese Tage eine Gemeinschaftsaktion. Kunst offen, was 1995 als kleines Projekt begann, entwickelte sich aufgrund seiner großen Beliebtheit inzwischen zur landesweiten Institution. Und lädt jedes Jahr wieder ein, Künstler hautnah zu erleben.